Und damit herzlich willkommen zur zweiten Waffe dieser, ich sag jetzt mal, Serie oder wie auch immer. PDWR. Nicht wundern, ja, die ist schon auf Level 9, weil ich schon mal mit der gespielt habe. Von Anfang hin habe ich schon mit der gezockt tatsächlich. Deswegen mache ich von jetzt an 5. Level. Heißt, auf Level 24 pushe ich die jetzt. Weil hier weiß ich nämlich Max Level 55. Das habe ich schon nachgeguckt. Also Max Level ist hier auch wieder 55, wie bei der letzten, beziehungsweise bei der ersten Waffe und bei der M4. Ist hier das Max Level 55. Und das Schöne ist, es ist eine Schnellfeuerwaffe. Also eine komplett vollautomatische, die auch gut Damage macht. Sehr, sehr schmeckt. Man sieht ja, wie gut die abgeht. Nicht? Jo. Silberbullet. Wow, Silberbullet bei einer vollautomatischen ist auch hart crazy. Ich wollt ihr denn? Weg, Jungs. Die letzten zwei, der letzte. Easy. Ah, ich stand schon direkt drin, stark. Stand da schon drin. So, wir haben 4K Point. Ich würde sogar ehrlich sagen, ich hole mir Revive, dass ich mich self reviven kann. Ah, ne, da ist es. Okay. Rennen wir da mal drüber. Ja, die Map hat ja auch noch einen Außenbereich, stimmt. Revive-Ding. Wir haben ja 5K. Oh mein Gott, Digga, erschreck mich nicht so. Ich stelle mich aber direkt in den Außenbereich, ganz ehrlich. Wobei, ne, außen ist blöd. Ich geh wieder rein. Jetzt. Hat das aber auch nur ein, ich sag jetzt mal, relativ kleines Magazin. 30 ist das Magazin jetzt nicht so groß, aber es geht. Verballert man aber auch ganz gut. Upp, 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 upp. Yo, was ist denn hier für eine Party? Na, Bro, ich mach schleichen. Ich muss da wieder hoch. Wieso kommt ihr hoch? Oder das? Tut mir leid. US Air Force Gebiet. Spanner. Wenn ehrlich, Silberbullet für eine vollautomatische ist okay. Ich bin out of ammo, Digga. Ah, warte mal, nicht unbedingt. Aha.
So. Also das ist schon ein bisschen gottlos, innerhalb zwei Runden zwei Leveln muss. Kann nicht sehen, wie viel. Ah, nee. Ja, der kann ich nicht sehen. Ich dachte gerade, vielleicht ich kann irgendwie sehen, dass ich wie viele Cases ich jetzt insgesamt habe. Ich glaube, ich habe jetzt neun oder so, neun Bronze-Cases. Aber wie gesagt, ich baller erst alle Waffen durch und dann mach ich nochmal ein Video, wo ich dann alle Cases aufmache. Eigentlich kann es mir egal sein, ob ich verreckt. Ich hab eh Revive. Oh, Headshot-Mission erledigt. Sehr schön. Ich hole mal den anderen Kram auch noch. Health. Ruhig, danke. Ey, der Geist hat durch. Los. Eigentlich will ich nur zu den anderen Automaten hin, ne? Irgendwie will ich hier gerade auch durchballern. Dazu, du. Weil ich kann es auch auf diesem Map eigentlich alles holen. Wäre jetzt egal. Ich habe jetzt erstmal Health und Revive. Das ist erstmal das Wichtigste gerade. Nicht ehrlich. Sehr schön. Ah, guck an, Level 12 ist sie schon. Bin ich auch heute dabei, wobei ich sagen muss, ich habe gestern, vorgestern, wo ich angefangen habe zu machen, war ich eigentlich auch relativ gut am Start. Ich habe glaube ich drei hintereinander direkt gemacht, also dreimal die M4 so gesehen aufgenommen. Fehlt mir noch der braune, fehlt mir noch, der ist hier. Fehlt aber wirklich noch einer. Wenn mich nicht alles durch, fehlt mir noch der. Ah, hier, der gelbe. Also, aber ich glaube, der kostet. Ja, 2,5. Egal, gut, dann ballern wir erst ein bisschen. Bleibe ich einfach direkt hier. Lampe, was ich hier. Gut, aber jetzt sag ich mehr Max Munition habt, mehr maximale Munition, wird es glaube ich einfacher mit dem Leveln, da ich die Waffe jetzt öfter benutzen kann oder länger benutzen kann, besser gesagt. Ist das Stress da drin oder? Ist der Put.
So. Jetzt muss man aber überlegen, jetzt haben wir Instant Kill und mal 2 Damage. Jetzt mal kurz die Zeit. Ah, Reload, stimmt. Das gelbe ist Reload, das ich schneller nachlade. Ja, oh mein Gott, wie schnell ich jetzt nachlade. Also das Wichtigste ist eigentlich wirklich grün, rot, weiß und gelb. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man braucht. Weil ROF, ich habe keinen Plan, was ROF ist, bin ich ehrlich. Obwohl ich das Game jetzt schon ein paar... Vielleicht ein halbes Jahr, ne, 1,5 Jahre oder 2 Jahre Spiel. Und noch keine Ahnung, was dieses ROF ist. Ein Kollektor. Ja, stark. Wollte ich den gerade wegklatschen und dann, ne? Ja. Ich glaube, es ist so. Oh, Boss, okay. Boss Map. Okay. Jetzt wird's crazy hier. Ne? Aber jetzt kommt der Boss. Damit meine ich nicht Kollege. Sorry, der Witz musste sein. Ja, jetzt kommt der Boss. Ich werde, glaube ich, instant auf den Boss schießen. Ne? Das ist, glaube ich, das cleverste, was ich machen kann gerade. Und auch das Beste eigentlich, was man machen kann. Ja, verballer deine Munition, Bruder, ist klar. Natürlich bin ich wieder der krasseste hier. Ey, ich juck die Zombies gar nicht, ne? Also die anderen. Ich gehe hauptsächlich auf den Boss gerade. Ne? Ich muss kurz was Cleveres machen. Man muss mir die Moneybox da hinlegen. Oh, mal 2 Damage für und das auf den Boss ausbrochen, Alter. Das ist geil. Weil das Ding ist, wenn wir den Boss killen, dann sterben die anderen sofort, also die anderen Zombies. Oh, der hat nur noch 8
8k HP. Ich will derjenige sein, der ihn jumpt. Jawoll. Abi. Ja, man, 700 XP, Alter, das ist crazy. Ja, gehen wir drauf. Brian's Burgers ist eigentlich eine gute Map. Wobei, nee, ich finde die geiler. So. Rapbrick Industrial. Da gehen wir jetzt als nächstes hin. Jawoll. Ich habe wieder 6k Punkte. Ist auch schon wieder geil. Was mir eigentlich nichts bringt. So. Ich offen und ehrlich, bringt mir nichts. So, um uns hier Scale Package, 1300 Points nochmal. Und dann wird wieder geballert. Jawoll. Das hat gar keinen Sinn gemacht gerade, ne? Egal. Stimmt, meine Kills habe ich fertig. 450 und 225. Explosive Kills habe ich 35. Barricades könnte ich eigentlich auch machen, bringt mir aber ehrlich gesagt auch nichts. Und reviven tue ich nie. Also ich revive nie die Leute. Das interessiert mich nicht. Weil ich bin nur in dem Game, weil ich meine Waffen upgraden will. Upgraden soll ich schon hochleveln will komplett. Sag mal, lass dir das mal bitte. Danke. Ich glaube, man kann die Waffen aber auch upgraden, dass die Dingens haben, dass die mehr Munition pro Magazin haben. Ja, natürlich komme ich da nicht ran. Jetzt den Kill noch schön ausnutzen. Also ich bin ehrlich, das Silver Bullet plus Instant Kill oder und Instant Kill besser gesagt ist eigentlich so die perfekte, ich sag jetzt mal, XP Farm für eure Waffen und auch für euch so, weil ihr kriegt ja auch dadurch Character XP hier plus 19 XP da und ja, das ist eigentlich ganz gut, beziehungsweise die XP da, die sind, das ist ja das für die Waffen. Ich habe einfach schon insgesamt 600er Magazin schon verbraucht. Hart. Ehrlich, hart. Meine. Ah, wieder eine Bronze Case, easy. Ich habe jetzt 4 Level. 11 müssen es noch. Nee, ich habe jetzt 6 Level. 6 Level habe ich jetzt. Okay. Also auf Level 24 pushen wir noch. Bis ja 15 Level sind es immer pro Dingens. Also trotzdem 4 Folgen dann. Fällt mir gerade auf, sind ja trotzdem dann 4.
Folgen für die PDBR. Was geil ist, weil die PDBR macht Spaß. Ich finde die geil. Klar, die hat ein bisschen kleines Magazin, vielleicht kriege ich das irgendwie aufgedingst, geboostet so ein bisschen, dass sie mehr Magazin hat, also dass sie nicht nur 30 Schuss hat. Entweder in der nächsten oder übernächsten Folge, je nachdem. Wenn ich mir hier die Dinge legen. Springsten, Kollege. Immer reinrennen. Sehr schön. Also, ihr merkt schon, ne? Also die XP, das weiße da, die XP, das ist das, was ich für die Waffe bekomme und halt für mich so gesehen. Und man sieht halt schon, ne? Durch dieses Mal 2 auch geht das viel höher und viel schneller. Klar, das Reloaden ist immer noch zu lang. Hängt aber, glaube ich, auch so ein bisschen vom Magazin ab, damit nicht alles täuscht. Ich glaube, damit ging das auch noch zusammen, welche Art Magazin man in der Waffe so gesehen drin hat. Aber ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, ob das damit zusammenhing. Die beiden da weg. 32 noch mal. Also wenn man halt gut ist, so ich könnte jetzt auch gleich, klar, ich könnte jetzt auch mein Dingens sehen auf dem Privatserver, den ich habe, und alleine spielen und komplett hochleveln. Aber dann lieber mit anderen Leuten irgendwie zusammen Dingsen. Nachher landet man irgendwie bei Runde, was weiß ich, 75 und es kommen, was weiß ich, 800 Zombies oder so und du kannst sie nicht klatschen, weil du zu schlecht bist oder weil du halt einfach nicht diese Feuerkraft dafür hast, ne? Das ist ja dann auch blöd, ne? Deswegen ruhig mit mehreren Leuten. Guckt schon. Oh, das ist ja auch erst die zweite Waffe, nicht? Das ist die zweite Waffe, gibt ja ein paar mehr. Ja. Also ich sag mal so, ne? Ich hab jetzt gerade aktuell bis 131 Folgen habe ich gerade schon so gesehen, was Titel angeht, fertig. Klar, die muss ich erst aufnehmen. Ah, da werde ich mir dann ab und zu mal Zeit für nehmen. Bis erstmal jetzt ein bisschen noch vorproduzieren die Woche. Und dann geht's immer mal wieder weiter. Ich schätze mal die Folgen, also ihr werdet das schon gesehen haben, wie die Folgen dann kommen. Weiß auch noch nicht ab. Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wann dieses, ich sag jetzt mal, Format startet. Ich schätze aber mal, ab September geht's dann los, dass das hier startet. Heißt, ab dem 1. September kommt dann wahrscheinlich der erste Part von der M4. Na, mal gucken, entweder mache ich das dann einmal die Woche oder zweimal die Woche. Werde ich dann aber noch auf Instagram und so eine Abstimmung zu machen, maybe. Maybe überlege ich mir das auch alleine. Aber ich schätze mal eher, ich werde zweimal die Woche hochladen, maybe Montag, Freitag. Dann würde das eigentlich ganz gut passen. Oder einmal Anfang Woche, Ende. Heißt einmal Montag, einmal Sonntag oder halt, was weiß ich, Montag und Samstag oder so würde auch gehen.
Wobei doch Montag und Samstag ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Montag und Samstag klingt eigentlich ganz gut. Bin ich ehrlich, Montag, Samstag klingt gar nicht mal so doof. Ja, wobei ich glaube, ich mache Montag, Freitag. Montag, Freitag würde lohnt sich, glaube ich, ein bisschen mehr. Das lohnt sich, glaube ich, vorne und hinten ein bisschen mehr. So, warum kommt denn hier keiner mehr? Jungs, müssen noch 39 von euch herkommen. Den habe ich mir gesnackt. Aber das Ding da hinten, die ganzen Dinger, okay, das ist ja doof. Ja, da muss ich irgendwo hin, wo das Ding, die Dinger, wo das Ding die Zombies nicht killt. Digga, ich brauch Kills. Oder ich brauch die Grill. So. Den habe ich mir auch süß nochmal kurz gesnackt. Nicht, nee. Und damit kann ich die halt noch upgraden. Dann kann ich so gesehen sogar noch mehr Level machen. Ist aber eigentlich unnötig. Weil das hält sich nicht. Die upgradeten Level halten sich nicht. Wenn ich die Waffe mit dem Ding da upgrade, bringt sich das nichts. Ja, deswegen. Einfach pushen auf Level 55 und gib ihn. Er baut das for real auf, Digga, dein Ernst. Ich lasse es halt aus Prinzip. Ich baue es halt aus Prinzip nicht auf, eben weil ich die Kills haben will. Ja, die Kills. Deswegen. Ja, macht sich echt die Mühe, das aufzubauen. Das ist eigentlich so, klar, es gibt Points und Geld, aber du machst viel mehr Geld und viel mehr Points, wenn du die Zombies tötest. Also for real jetzt. Das Aufbauen von diesen Barrikaden ist so unnötig. Vor allen Dingen, die meisten Zombies, oder die Zombies droppen ja diese, ich sag jetzt mal, Power-Ups da, dass die Barrikaden repariert werden, Max Munition, Instant und so. Deswegen eigentlich komplett unnötig, dass man die selbst repariert. Deswegen, ich mach das auch nie. Das einzige, was ich halt kacke finde, so an öffentlichen Lobbys, ist, wenn da irgendwie Leute sind, die einen die, ja, ich sag mal, die Kills klauen. So. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Das hasse ich am meisten. Let's go, der Hase. Einer. Aha, einer, sag ich doch. Runde 12. Ich glaube, jetzt müssen, glaube ich, um die 100 sein. Ich muss nachgucken. Nichts Wichtiges, alles gut. Nichts Wichtiges, kurz was bei Discord nachgeguckt. War aber nichts Wichtiges. Ah. 6 Level noch. Na gut, sagen wir 5. Sagen wir mal 5. Ich runde mal schon auf 19. Das einzige Doofe ist auch bei den Zombies, die diese Power-Ups haben. Du
du weißt nie, wer so eins hat und du weißt nie, ob es ein gutes ist oder ein schlechtes. So klar, Max Munition ist auch gut. Ja, gar keine Frage, ist auch ganz nice. Aber es ist halt nicht so geil wie, weiß ich jetzt nicht, wie halt, weiß ich nicht, mal zwei oder so, ne? Bei dem Maximuni ist unnötig, weil ich drop mir einfach eine Ammo-Box hier. Muss ich hier drauf mal away. Jungs, geht doch woanders hin, bitte, geh woanders hin, geh, wer bist du? Danke. Lass mich hier die Leute übernehmen. Ich widerspiele ja nicht, weil ich da irgendwie, weiß ich nicht, Teamplay will, weil, sondern weil ich die Waffen leveln will. Das Ding ist, weil wenn die nämlich geupgradet werden irgendwie mal und man die noch höher leveln kann, brauche ich nicht so lange warten oder brauche ich nicht so lange spielen, bis ich die upgraden kann, sondern kann die instant hochpushen. Ja, 10k. Ja, komm, machen wir mal. So. Machen wir das PDW, wir haben das jetzt mal geupgradet. Wir haben jetzt eine höhere Ammo. Wir haben jetzt 60er Munition. Plus, wir haben jetzt, ich habe jetzt 50% mehr Damage auf eben dem PDWR. Und 50% mehr Damage auf dem PDWR ist krass, weil ich glaube, das PDWR macht auf, ich glaube, normal macht es, glaube ich, 10 bis 20 Damage. Und jetzt müsst ihr mal überlegen. Plus 50% Damage. Das ist crazy. Ja, guck mal, wie ich die wegrotze hier. Können sie nichts mehr machen hier. Okay, er wurde einfach in der Luft auseinandergenommen, ne? Oh mein Gott, sah das gerade geil aus. Das sah gerade richtig geil aus. Das tut weg mit einem 60er. Mit einem 60er Max Mac, Alter. Sag ich euch ehrlich. Also für die Runden bringt es halt schon was. So, aber ich sag mal so, es übernimmt sich halt über die Runden. Ja. Also dieses Upgrade, was ich da gemacht habe. Es übernimmt sich auf die nächsten Runden. Allerdings übernimmt es sich nicht auf die Waffe generell. Also auf die Waffe generell wird das nicht übernommen. Das ist halt so ein bisschen das, ich sag jetzt mal, ja, das Blöde daran. Aber es wird halt schon gut übernommen auf die nächsten Runden. Und man merkt auch, glaube ich, 50% Damage macht einiges aus. Vor allen Dingen das 60er Magazin. Vor allen Dingen 60er Mag plus Fast Reload. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Waffe mit einem, weiß ich nicht, 1000er Max Magazin. Einem 1000er Max Magazin plus ihr habt, Ding. 100 Schuss in der Waffe, holt euch dann, macht dann dieses Upgrade drauf, dann habt ihr 200 Schuss einfach pro Magazin. Und jetzt wird's ekelhaft. Weil jetzt ist nämlich Zeit für Instant Kill Time. Und Instant Kill ist halt schon hart. Crazy, bin ich ehrlich. Instant Kill ist, also für die Waffe,
mit einem 60er Mag und 50% mehr Damage? Holy moly, my friendos, ne? Oh, ich place mal die Moneybox hier hin. Jetzt wird rasiert. 3 Level brauche ich noch. Die sollte ich easy in dieser Runde haben. Weil jetzt kommt nämlich die erste Zombie-Map, beziehungsweise die zweite Boss-Map kommt jetzt. Wo wir jetzt gegen diese Horde hier kämpfen müssen, hatte ich auch schon in der dritten Folge von der M4. Da hatte ich nämlich auch schon diese Map hier. Oh, jetzt wird geballert. Ah ja, klar, das ist von mir wollen. Einfach draufhalten, meine Granate reinwerfen. Und immer auf Headshot gehen, immer auf den Kopf gehen, macht nämlich am meisten Damage, somit auch mehr XP und schnelleres Waffenleveling. Ich guck hier irgendwie eine Nachricht bei Discord hab, aber das wird wohl nichts los. Und es ist auch gerade 10 Uhr. Manchmal hat man auch Glück und man trifft die noch, während die in diesem Dings drin sind, in diesem Tunnel. Ah, wobei, kommen wir mal direkt Level 25, dann ist es immer eine gerade Zahl. Gut, Leute, wir haben Level 25. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, wir sehen uns in der zweiten Folge wieder. Bis dann. Tschüssi.